So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sacred. Ich habe das mit den Tränken gemacht, hat funktioniert. Immer wieder Partie beenden, speichern und so weiter. Hab hier ein paar Tränkchen jetzt bekommen und ich möchte hier gerne den BFG verbessern. Zweimal kann ich, ja. Ja, zweimal. Zweimal den BFG bitte. Und da ist er. Das ist schon ein relativ cooler Skill, aber man muss halt noch mehr Damage machen. Noch mehr, viel mehr. So, aktuell macht ihr 356 Schaden, allerdings nur komplett physisch. 421. 485, also 120 Schaden mehr pro Hit. Das ist schon gut. Attacke Stufe 17, hier ist Attacke Stufe 18, was? Okay, auf irgendeinem Skill hat, auf irgendeinem Item hatte ich mal Attackenbonus gehabt, was ich jetzt wohl abgelegt habe. Und da ist mein Pferdchen. Ja, So wirklich ein Set werde ich vermutlich ja auch nie voll kriegen. Komme ich hier hinten irgendwie raus? Ja, allerdings nicht da, wo ich eigentlich hin möchte, aber das sieht so verlockend aus, dass ich gerne hier rein möchte. Aber ich sollte nicht, weil ich weiß, dass es nicht lang geht. So, ich habe, denke ich mal, jetzt echt genug Tränke, um Tuk-Tuk und seine Gefolgsleute zu besiegen. Die machen ja wirklich einen irren Damage, 800 Schaden pro Attack. Und da gibt es mehrere davon, da muss man echt aufpassen, dass man nicht sofort die HP verliert, weil 4 Attacks und ich bin down. Und die schießen relativ schnell. Traurige Mutter Caroline. Tja, so ist das halt, ne? Ich habe eigene Probleme, geht weg. Ist total doof, dass ich mit meinem Pferdchen nicht durch kann. Die Tränke sollten noch reichen, auf jeden Fall. Das hat mich nur ein bisschen geängstigt, dass ich da also in der Falle war und nicht mehr rauskam. Das war schon echt assi. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ja, du kommst jetzt hier nicht mehr raus. Ist doof, ne? Aber gut, versuchen wir es noch einmal. Die sterben schon wieder an den Fackeln. Die Debskis. Ich will diese Höllenviecher nicht haben. Die Fürstengardisten sind es nicht, die Höllengardisten. Die, die jetzt, glaube ich, kommen werden. Okay. Ist in Ordnung. Ich laufe hier lang und werde, bevor ich zu dem Typen gehe, auf jeden Fall erstmal die ganzen Anhänger killen, die mir noch hinterherkamen. Denn da unten waren ja so viele Gegner noch gewesen, die einfach hinterherkamen. Das ist ja ekelhaft gewesen. Das hat ja gar keinen Spaß gemacht. Diese hässlichen Nuknuks. Genau die, kommt mal mit, kommt mal mit, kommt mal mit. Ich. Ja, genau die, die müssen alle weg. Alter, mit was schießen die denn da jedes Mal? Mit irgendeiner Axt oder so? Ey, guck dir. Okay. Und immer wenn die irgendwie Damage kassieren, dann werden die irgendwie. Ne, jetzt gerade nicht. Ich bin immer so dieser komische Nebel. Ja, immer ein bisschen mehr Damage, ne? Komischerweise machen sie jetzt einfach mal nicht mehr so viel Schaden, die Gegner. Weil die aber nicht treffen. Ich kann auch sein. Und ich habe echt Angst, dass sie mich töten.
Zieh dich. Wenn ich auch nur eine Axt trifft, dann werden wir den Heiltank benutzen, ja. Ja, du kannst sie ja nur von fern angreifen, Mann. Alter, der Damage, Mann. 740. Und die Wichser vergiften auch noch. Liegt aber ein Skill. Noch einer. Meine Güte, sind die stark in den ersten Jahr drin gewesen. Meine Güte. Die sind ja echt heftig, die Gegner. Weil die Kämpfe sind in Ordnung. Das sind nur diese hässlichen Werfer da, die ziemliche Sorgen machen. Die schmeißen mit Waffen! Ist das euer fucking Ernst? Ringelbürger, wie kommt der denn da hin? Ich mag so große Gegner, die haben so einen schönen großen HP-Kreis und der geht einfach viel schneller runter. Finde ich viel entspannter, ich habe schon wieder so viel Leben verloren. Alter, sind die heftig. Hm, cool Ring. Ich habe so Angst vor diesen Gegnern, die sind so stark. Magier und das Tuk-Tuk. Ich versuche mir den Magier ranzukriegen, ne? Der kommt schon. Hi Magier. Ist gut, dass ein Magier so auf Nahkampf geht. Tuk-Tuk rafft nicht, dass ich seine Gegner, seine Gefolgsleute alle umbringe. Und er ist jetzt alleine, ne? 502 Damage. Man verspottet mich hier ob des irdischen Schadens meiner Waffe. Alter! Und wenn ich immer Alt drücke, dann sieht man, welche Waffen der schießt. Rennt er eh die ganze Zeit weg. Das bringt sie gar nicht auf den Nahkampf mit ihm zu gehen. Dann schießt keine Waffe mehr. Keine Lust mehr, doch da war's. Findet und tötet Ceriri. Wen? Aber wen soll ich noch alles töten? Seid ihr scheiße? Gut, dass ich mir genügend Tränke mitgenommen habe. Okay. Komm her, Pferdchen. Ich darf jetzt da unten den Weg weiter lang latschen. Ja. Dann werde ich mit dem Haupteingang nutzen, das ist schon wieder was Blaues. Das ist das Gefangene. Da ist noch was drin. Ich weiß noch nicht was. Das werde ich doch gleich mal testen. Mick der Schnelle, das ist doch schon wieder so ein Spielchen. Wie der eine Typ in der Wüste. Hallo, ich handle gerne mit euch. Seid willkommen in meinem kleinen Reich. Einst war ich ein reicher Händler, doch bin ich schon lange tot. Macht mir die Freunde und tretet näher. Oh, ein Händler, cool. Das ist doch schick. Und der übrigens auch mal was Interessantes. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mein Pferdchen an Dings hat. An Zaumzeug. Aber gut, hier kann man, hier kann man sich noch ein paar Tränke besorgen. Hier ist mein Pferdchen irgendwo, da ist es. Das ist hier stylisch. Muss ich schon zugeben. Nee, nicht Option. Spielstände. Danke, Mike. Das ist so geil, wie die springen. Alter, der Damage ist so krank. Ohne Witz. Ich muss einfach weiter latschen. Wäre schon ganz cool, wenn ich die alle besiegen würde, würde ich einfach so viel Erfahrung kriegen und auf jeden Fall Level up mindestens. Und das ist nochmal der Fall, aber.
Erstmal, wo ist sie? Und zweitens, warum? Geh weg, ich will dich nicht. Dann war ich auch noch nicht gewesen. Naja, meinetwegen. Sie ist ja bestimmt eh wieder unbesiegbar. Boah, geht weg. Ich hasse euch. Absteigen bitte. Sie ist gerade am Beef Jean. Oh, das will ja. Ich habe sie gefunden. Ist das heftig, Mann. Level up. Ah, ich habe Vildia gefunden. Sie ist da. So, schwacher Heiltrank. Wahnsinnig viel Gold. Und das Level up, genau. 4 Punkte. Ich könnte, ja toll, jetzt hätte ich das, den Ring benutzen können. Gut, Waffenkunde. Schaden. Ich müsste echt mal anderen Schaden kriegen, ne? Ich habe ja nur bisher physischen Schaden. Mir fehlt so ein bisschen der andere Schaden. Ich skill jetzt mal fröhlich Waffenkunde, aber Schaden magisch, Feuer und Gift, das bleibt so niedrig. Oh. What the fuck? What the fuck? Achso, Konzentration nochmal eins höher. Genau. Und physische Regeneration. Warum auch immer sie mich jetzt. Wo ist mein Pferdchen? Da ist es irgendwo gewesen, da. Warum immer sie mich jetzt begleitet? Ich habe keinen Plan. Na, die sind, wenigstens nicht ganz so unfair, glaube ich. Wow, die sind aber ein bisschen größer. Oh, jetzt hält sie mir viel durch, oder? Diesmal. Noch einer. Oh Gott, jetzt habe ich sie angelockt. Ernsthaft? Eine Scheiße aber auch. Okay, ist das gleiche wie damals, dieser eine komische Dämon. Ist okay, halt, hält's gar nicht viel durch. Ist total schwach. Stärke nutzt euch nichts. Bist du Bogenschützin? Okay. Subkari Sereri. Dämon. Blockt dummerweise sehr viele Attacks. Ich nehme mal alles mit. Ups. Dimensionstorglyphe. Dankeschön. Deswegen ist sie bestimmt dabei, um das Dimensionstor zu erklären. Huch! Finde, töte den Sakara-Dämon. Schon wieder. Ein Bossgegner nach dem nächsten, ja. Ob Anführer oder nicht, ihr werdet nun sterben. Ich weiß zwar nicht, wo ich hier gerade bin. Die blocken immer jeden Attack, das ist so uncool. Achso, das ist wieder der Typ, der seine Laserstrahlen aus den Augen. Entsage den Bösen. Noch eine Dimensionstorglyphe. Ja, gibt's aber auch nicht Erfahrung, ne? 2500 schon wieder. Ich brauche zwar auch insgesamt noch 266.000.
Eine Netter. Ah, guck mal, wo ich wieder bin. Auf der anderen Seite. Und zwar im Inneren von dem Berg. Habe ich gespeichert, ja, ne? Wenn hier nicht gleich wieder so eine hässliche Sequenz kommt. Nein, diesmal gerade nicht. Valors Geist. Ich speichere mal vorher. Ich speichere immer jetzt von irgendwelchen Event-Dingern. Vilja! Bei allen Göttern. Wie konnte das geschehen? Geht und sprecht mit den Piraten im Süden. Vielleicht findet ihr mit der Hilfe dieser Halsabschneider das nächste Tor. Der Zauber dieses Portals muss versagt haben. Oder war dies womöglich eine von Andukars Teufeleien? Wir müssen Vilja zurückholen. Nur sie kann Ankaria führen. Sucht Rat bei den Piraten dort unten in der Bucht. Finstere Gesellen sind das. Fürwahr. Doch unsere einzige Hoffnung. Doof, ne? Wüstenwolf, Level 39. Okay. Nach unten einmal bitte. Hey, Pferdchen. Doch, jetzt wieder. Hat keine Geräusche gemacht. Ach, den hat er schon wieder. Ja, Skorpion, bla bla. Ohne Stadt. Geil! Ein fahrender Händler. Ich möchte lieber so mit dir handeln. Ja, sieht cool aus hier. Mit 378 bis 463. Stärke plus 2 Kampf drin. Das hat. Habe ich halt nicht. Was greift mich ja die ganze Zeit an. Harter Schlag habe ich auch noch nie benutzt, oder? Selten. Hat die sonst noch was Interessantes? Hat die einfach wieder Tränke bekommen? Ja, sehr schade, dass die halt meistens immer nur Mist haben. Sie haben aber nur Mist als Waffen und Rüstungen. Kann man aber nur so sagen. Mehr Mist besitzen sie gar nicht. Wie heißt denn das Dörfchen? Steht nicht hier. Das ist aber eine schöne Wüstenoase. Verpasst mir die Natter eine. Piraten gibt es hier also auch noch. Juhu! Habe ich wirklich richtig? Anderswo konnte ich nicht lang. Ey, guck mal, die haben sogar das vom letzten behalten. Das ist ja cool. Die Kartenerkundung. Sehr, sehr schön. Alter, Spinnen! Na komm, gegen die Spinnen können wir mal. Und sie, ja, doch, die kriegen ein bisschen mehr Damage. Die kriegen ein wenig mehr Schaden ab. Werden ja durchaus fast gekillt von einem, aber bringt halt auch gar keine Erfahrung. Ob Anführer oder nicht, ihr werdet nun sterben. Zwei Skills der Vampiren, super. Da sind wir die ganze Zeit an den Piraten sozusagen vorbeigelaufen im letzten Teil. Sind wir wirklich fast nebeneinander gewesen. Die gab es da wahrscheinlich natürlich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ich weiß das gar nicht, ob hier damals dieses runde Ding hier war. Kein Plan. Piraten! Gegen die muss ich ja bestimmt kämpfen. Nein. Pigeon Pot Percy. Kurz mal die Gegner killen. Da
Damit die mir nicht die ganze Zeit auf den Sack gehen. Wir mussten unser Schiff am Ankerplatz zurücklassen, als eine Horde Untoter uns verspachteln wollte wie La Plata-Geier. Wenn wir vorhaben, hier zu verschwinden, müssen wir uns zum Schiff durchschlagen. Ahoi, Landratte. Mein Name ist Pigeon Potty Percy. Und das sind meine Männer. Wir sitzen hier auf dem Trockenen, nachdem wir von unserem Inselversteck fliehen mussten. Verdammte Dämonenbrut. Sie tauchten plötzlich aus dem Nichts, aus einem riesigen, schimmernden Tor auf und machten uns Beine. Jeder, der ihnen so nahe kam, ist jetzt entweder tot oder verfluchter Zombie. Auch Captain Vernon hat's erwischt. Ach, mein Teufel. Das Sloop mussten wir zurücklassen. Es waren einfach zu viele. Wären wir noch länger geblieben, wären wir jetzt auch Würmerfraß. Potz, tausend! Wir müssen zu unserem Schiff, wenn wir hier weg wollen. Und mich dünkt, dass das mit eurer Hilfe sogar klappen könnte. Harr. Lass mich hier an, nee, okay. Ich hätte eher daran gedacht, dass es hier oben gewesen wäre. Hier ist es so piratenähnlich. Aber wohl nicht. Piraten! Ah, scheiß Höhle. Mal gucken, wo ich da wieder rauskommen werde. Eine Killerkrabbe! Ups. Ich habe gerade aus dem Heiltrank geschlürft. Na komm. Werden wir euch mal befreien. Machen wir ganz gut Damage. Das ist ja eklig, warum machen die so viel Schaden? Ich glaube, ich muss einfach, ja, ich muss einfach den Dingern hier folgen. Seht ihr das Licht immer wieder? Da hinten ist was aufgetaucht. Ah, dem traue ich gerade nicht so. Alter, sind viele Gegner. Ich glaube, ich muss schnell lang. Die sind aber auch schnell, ja. Wir bei 23 Minuten. Gut, da waren wir schon bei 23 Minuten, meine lieben Freunde. Würde ich sagen, machen wir ganz kurz eine kleine Pause. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Sacred hier in den komischen Höhlen mit Zombies, Piraten und Zombie-Piraten und Killerkrabben. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.